Deutschlandweit haben erneut zahlreiche Menschen gegen Corona-Maßnahmen und Impfungen demonstriert, so wie hier im bayerischen Bamberg. Die größte Demonstration gab es laut Polizei in Hamburg. Auch in vielen anderen Städten gingen Menschen auf die Straße, unter anderem in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Dort demonstrierten laut Polizei mehrere tausend Menschen. Einige trugen Plakate mit Aufschriften wie Impfzwang, Nein danke oder Schilder mit Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Die Proteste verliefen überwiegend friedlich. Vereinzelt kam es jedoch zu Übergriffen auf Beamte, Journalisten und Demonstranten. Unter anderem in Bamberg gab es zudem Gegenproteste.